Hallo Leute und herzlich willkommen zu Hello Neighbor Alpha 2. Ja, heute wollen wir mal wieder etwas machen. Was steht denn da? Hold Shift Run. Ey, wieso piepst das immer so komisch? Ich versteh's nicht. Okay, Hold Shift Run. Okay, die Cutscene ist halt irgendwie, keine Ahnung. Hä, wieso steht das da denn noch? Na, ist eigentlich auch scheißegal. Leute, heute versuchen wir mal nicht ins Haus des Nachbarn einzudringen, sondern heute machen wir mal eine Map-Erkundungsfolge. Wow, Alter. Ich wäre fast überfahren worden. Okay, und bei diesen Mülltonnen, die kann man scheinbar auch nicht mehr so gut fliegen, haben wir gemerkt. Die jieten dich einfach hoch in der Hoffnung, dass wir... LOL. Okay. Dass wir dann irgendwie da rüberkommen. Das wäre so das Ziel, genau. Ja, Leute, genau, schaut auf jeden Fall die letzte Folge, wo wir den Nachbar versucht haben zu verletzen. Nein, wir sind fast rübergekommen. Wo wir den Nachbar abschießen konnten und vor allem das obere Stockwerk. In den alten Raum, in den man eigentlich gar nicht rein kann, sind wir einfach reingekommen. Also zieht euch das auf jeden Fall rein. Es wird sich lohnen. Hoffe ich für euch. Also für mich wird es sich lohnen. Deswegen lasst auch ein Like und ein Abo da. Es würde mir echt weiterhelfen. Auch wenn es nur jemand ist, aber... Come on! Was? Als wenn wir nicht drüber wären. Oh Gott, ich werde das jetzt noch so lange versuchen. Ich werde einfach Bescheid geben, wenn ich schaffe. Oh Gott, der Nachbar kommt. Lol, ist durch den Baum gekommen. Hey, jetzt steht er in der Mülltonne. Gadi! Hey, willst du mich eigentlich verarschen? Jetzt stehst du in der... Wow, hä? Lol. Er ist einfach in der Mülltonne gestanden und plötzlich ist er wieder rausgekommen. Versteh's nicht. Okay, komm schon, ja? Nee. Oh mein Gott, er ist einfach gestanden! Ey, let's go, wir haben das so mit den Trickshots in letzter Zeit so. Auch schon bei Cooking Simulator voll viel. Alter, wie wir einfach über die ganze Map fliegen und noch viel weiter. Ey, es ist crazy. Das Ding ist, ich frage mich auch gerade, wo ist eigentlich unser Auto? Wir sind noch mit dem Auto hergekommen, es ist einfach weg. Weil wir sind ja noch nicht mit dem gekommen, wir haben ja dort parkiert. Und sowieso hatten wir ein gelbes. Es funktioniert irgendwie nicht. Ich will halt nicht, es gibt noch etwas, eine Alternative, die ich benutzen könnte. Aber die würde ich jetzt eigentlich, die wollte ich erst in einem anderen Video so ein bisschen, ja, vorstellen. Haben wir es geschafft? Nee. Sind nur durch unser Haus geflogen, alles klar, Digga. Oh, lol, direkt vor das Haus vom Nachbarn. Oh, lol. Alter, mich hat's einfach auf das Haus vom Nachbarn gespickt, Alter, keine Ahnung. Auf jeden Fall hochbuxiert. Ich muss jetzt hier... Warte, wir können es mal versuchen, ob wir es vielleicht hier vom Dach aus irgendwie schaffen. Aber ich glaube nicht, weil die Mülltonne kann halt hier nicht mal richtig stehen. Wie konnte der mich denn jetzt sehen? Cheater. Ja, okay, nee, es funktioniert nicht, wir müssen hier wieder rüber. Das wird sonst nix. Wieso triggert das denn der Nachbar, wenn wir hier stehen? Ich verstehe es auch nicht. So weird. Na Leute, ich sehe mich jetzt eigentlich gezwungen, diese Dings einzusetzen. Und zwar sieht jetzt da oben das kleine Tool. Das ist noch nicht so der kranke Shit. Das kommt in einer anderen Folge, weil das will ich euch jetzt noch nicht zeigen. Wir können jetzt hier mit dieser Ansicht gerade, wie ich schon gesagt habe, rausfliegen. Wir können jetzt hier unseren Charakter angucken und das verwirft jetzt schon die Theorie, dass wir Brüder sind, denn wir sehen nicht wirklich so aus wie der Nachbar. Also, es verwirft die Theorie ja nicht, es kann ja sein, aber trotzdem. Lol, er schläft? Mit der Milch? Milch ist Gift. Oh, alles klar, Digga. Was ist denn mit ihm? Oh, ja, erstmal einen Schluck Milch. Er trinkt irgendwie immer Milch. Wie dem auch sei, auf jeden Fall sehen wir hier auch die ganze Zeit, was er macht. Aber der Movement Mode ist irgendwie komischerweise gerade Walking. Aber wir sehen jetzt, wo er hin will und so weiter. Das kann ganz praktisch sein. Und da unten sehen wir auch die Fläche, wo er überhaupt überall hin kann. Und er guckt auch die ganze Zeit zu unserem Charakter. Er ist noch so lustig. Hä? Seht ihr, jetzt ist er getriggert, weil wir da drüben stehen. Er guckt mich jetzt einfach an, keine Ahnung. Obwohl, dass wir eigentlich nur dort stehen und gar nichts machen. Naja, auf jeden Fall können wir mit dem die Grenzen vom Spiel verlassen. Und können hier... Ja, das ist safe, das Haus. Guck, hier können wir durch und dann hier war das Schlafzimmer. Und da hinten war ja dieser riesige Raum, der einfach nichts war. Okay, interesting. Hier haben wir so ein bisschen Schilf. Oder was ist das? Einfach hohes Gras, keine Ahnung, das eingezaunt ist. Spannend. Hier ist auch ein Haus. Ja, wie gesagt, das Problem ist, wieso, dass ich diese Kamera überhaupt benutze. Lol, die hä? Das ist einfach gar kein Boden mehr. Alles klar. Auf jeden Fall, wieso ich das Ganze mache, ist, weil ich habe gar keine Mülltonne mehr. Und da muss ich jetzt halt, ja, das Ganze hier mal, ein bisschen angucken. Beziehungsweise ich musste das halt benutzen, weil ich konnte ja nichts anderes machen. Okay, die Straße geht ja auch, die führt ja auch einfach ins Nix. Oh, keine Ahnung, was wir diesem reinstellen. Lol, was ist das denn? Ist das der Keller? Ne, das Wasser, hä? Oh, lol, hier ist ein Teich.
Das ist aber schön. Im kleinen Entenhaus. Das ist Entenhausen. Wieso zur Hölle machen die das hier so detailliert? Ich meine, das sieht man ja eh fast nichts von da hinten. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hier ist auch nochmal das Haus. Hä, die waren ja so faul. Die haben das einfach immer copy-paste. Gut, wieso nicht? Hier ist auch noch die Straße, die hört da vorne auch einfach auf. Hier schweben tatsächlich ganz viele Häuser und Bäume. Ich weiß nicht, ob das hier eigentlich noch weitergehen soll, die Karte, und ob die einfach nicht geladen hat oder was. Alter, und hier, Leute, ist einfach ein Friedhof. Sogar richtig detailliert. Also, ist jetzt nichts draufgeschrieben oder so. Glaube ich, meine überall. Nee, ist nirgendwo was draufgeschrieben. Alter, wie auch einfach alles kreuz und quer hier ist. Aber trotzdem, hier ist auch der Eingang. Das konnten wir auf jeden Fall auch schon mal sehen, oder? Wieso ist denn hier ein Friedhof, Alter? Mitten im Nix. Hier ist auch nochmal so eine Dirt-Straße, so ein bisschen. Mehr ein bisschen Landstraße mäßig. Weil hier hört die Straße auch einfach auf. Hier ist nochmal das Haus in einer anderen Farbe. Also sie waren schon ein bisschen faul. Hinten gibt es da noch mehr Häuser. Da steht unser Auto. Okay, ich habe es wieder gefunden, Leute. Wieso steht es? Es fährt sogar. Was zur Hölle? Naja, keine Ahnung, was dieses Auto für ein Problem hat, Alter. Ganz komisch, ganz komisch. So, und hier oben auf dem Berg haben wir auch nochmal ein Haus. Ja, nichts Besonderes. Ich dachte, hier oben ist jetzt vielleicht was, weil es so auf dem Berg ist, aber... Oder auf dem Berg, immer auf dem Hügel. Aber es ist halt einfach nichts. Wie bei den anderen Häusern, die sind halt einfach auch ganz klassisch einfach da und nicht wirklich schön ausgearbeitet. Also doch von außen schon, aber sind einfach unsichtbar und auch nicht wirklich gut platziert auf dem Boden. Beziehungsweise das Terrain hier wurde nicht wirklich angepasst. Genau, wie gesagt, das ist unser Charakter. Der ist, ja, ist halt da, ne? ja, sieht auf jeden Fall interessant aus. Wir haben hier auch eine Rolex, Alter. Gift. Genau, dann können wir jetzt hier auch nochmal gucken, was hier oben ist. Ja, einfach leere. Hinter dieser Tür hier ist auch, ja, wie gesagt, einfach nichts hier. Genau, und so können wir auch durch das Nachbarhaus natürlich durchfliegen. Er steht einfach immer noch hier. Was ist denn mit dir, Boy? Keine Ahnung, Alter. Genau, hier das Feuerwerk, pipapo. Hier diese komische Krähe. Lol, die Wand hier ist ja übel breit. Und hier natürlich dieser Raum, in dem wir aber schon reingekommen sind. Das hier ist unter der Treppe, ja. Hier geht's dann rein für das Ending. Okay, jetzt läuft hier das Wasser, alles klar, Digga. Alter, und ich muss auch sagen, es ist ein bisschen schwierig hier zu steuern. Alles klar, hier ist einfach eine Kamera schon jetzt. Der Nachbar. Hä, ist der kaputt? Warte mal. Können es hier zurück, genau. Oh, lol. Ah, wir sehen jetzt aber noch, wo das er hingehen kann. Also, wo seine Range ist. Können wir dann nicht irgendwas herausfinden, wo er gar nicht hin kann? Kann er uns doch gar nicht grabben. Oder wie sieht es aus, wenn er... Genau, jetzt hier raus. Ah, lol. Oh, aber wie... Ah, jetzt... Okay, da spawnen wir also immer. Wo spawnt der Nachbar? Spawnt schon mal immer irgendwie hier. Auf dem Sofa oder so. Ah, jetzt wischt er sich die Hände. Oder wascht er die Teller. Ich glaube, das weiß niemand so genau. Wieso hat er auch Handschuhe an? Übel weird. Ja, sowieso ein weirder Typ. Naja, Leute, das war diese kleine Map-Erkundung, Alles-Erkundungsfolge, Alter. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst noch ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Wie gesagt, schaut die letzte Folge auch, wo wir ins Ending gegangen sind. Das ist auch eine sehr geile Folge. Wenn ich es nicht immer vergesse, dann könnt ihr hier oben immer, wenn ich das sage, so ein i aufploppen. Da könnt ihr einfach draufklicken und dann kommt ihr zur Folge. Beziehungsweise dann kommt erst noch so ein, von der Seite so ein Dings mit der Folge und dann könnt ihr dort draufklicken, dann kommt ihr zur Folge. Das ist komplett unnötig, weiß wahrscheinlich jeder. Egal, Leute, egal. Naja, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.